Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Flife. Und heute sehen wir mal wieder Dela im Einsatz. Das letzte Mal, dass wir ihn wirklich in einem Video gesehen haben, oder ein Video über Dela, wie auch immer, wo er mehr oder weniger die Hauptrolle gespielt hat, war, als ich ihm dieses Rimmiff-Set gekauft habe. Das war im September. Das ist ganz schön geisteskrank, das ist schon fast ein halbes Jahr her. Und seitdem hat sich eigentlich nicht mehr viel getan, weil dann kam ja kurz danach Dryad raus. Also dann habe ich mir noch meine Downer gelevelt im September mit den ganzen XP-Events und dann kam ja Dryad raus, mehr oder weniger. Und seitdem bin ich ja dort etwas, versunken wäre wahrscheinlich das richtige Wort. Aber nichtsdestotrotz spiele ich natürlich immer noch auf Yggdrasil, auch wenn das viele Leute anscheinend immer noch glauben, dass ich da aufgehört habe oder nicht mehr spiele. Ich bin immer noch fast jeden Tag online. Oder eigentlich jeden Tag online. Und Handel, verkaufe, farme leider nicht so viel, wie ich es gerne würde. Aber es ist halt immer schwierig mit zwei Servern zeitgleich. Aber bin auf jeden Fall noch aktiv am, Maken. Soweit das eben möglich ist. Und genau. Hab mir jetzt ein Tankstick endlich kaufen können. Und das ist jetzt echt ärgerliches Timing gewesen, weil ich habe im Stream von einem Zuschauer netterweise seinen alten Stick bekommen und ich musste quasi nur ein Unbinding dafür zahlen. Das Stick an sich war gratis und ich musste quasi nur das Unbinding bezahlen. Und damit habe ich mich jetzt mehr oder weniger schon abgefunden gehabt, weil ich habe jetzt echt schon lange nach einem Tankstick gesucht und habe auch einige gesehen. Die meisten waren entweder zu schlecht, zu teuer oder zu schlecht und zu teuer. Und im Endeffekt ist es jetzt halt auf einen mittelmäßigen Stick rausgelaufen, sage ich mal. Größtes Manko ist, dass es ein G-Stick ist und jetzt denkt euch wahrscheinlich, ja gut, ist ja egal. Und an für sich stimmt das auch, also beim Stick ist es relativ wurscht, weil der M, der macht ja wirklich nichts, der macht ja keinen Schaden. Also die Waffe an für sich spielt ja eigentlich keine Rolle, das könnte auch ein Plim-Stick sein. Theoretisch, gut, den könnte man nicht fusionieren, aber theoretisch könnte es auch ein Plim-Stick sein. Aber in dem Fall haben wir das Problem bei einem G-Stick, dass er nur 10% Cast-Time gibt. Und das ist der neue Stick. Es sind auch alle Werte drauf. Es ist zwar unten abgeschnitten vom Bildschirm her. Wobei, es ist gar nicht abgeschnitten. Die Box ist genauso groß wie der Bildschirm. Oben ist es abgeschnitten tatsächlich. Unten die Box geht sogar zu. Und ja, das ist der neue Stick. Und da haben wir eben das größte Problem, die Cast-Time. Aber kommen wir erstmal zum Stick an sich. Wie viel habe ich gezahlt und was bringt er? Er ist Ultimate. Dex und SDA plus gestattet. Dex plus 2, SDA plus 3. Also das ist schon mal ziemlich nice auf jeden Fall. Er ist Ultimate plus 3, das ist so gut wie clean, das spielt keine Rolle. Wind plus 12 spielt auch keine Rolle, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Man kann mal kurz Effekte anmachen zur Feier des Tages. So selten man sie auch bei mir sieht. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit dem Evil Stick Skin vor allem. Hat so eine, ja, so eine Galaxie-Aura. Sieht eigentlich echt gar nicht so schlecht aus. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, weil das ist halt Wind. Das ist das Element Wind. Aber das war ja bei den Fusionswaffen schon immer so, wenn man die fusioniert, dass sie dann komplett anders aussehen und das eigentlich gar keinen Sinn ergibt, wie sie aussehen, aber ja, das ist Wind. Und genau, zu den Sockeln, die sind genau gleich, 6x Earth S-Card Sockel, 72 SDA auf Fusion und Main Stick und HP plus 3000 und die Erweckung ist auch fast genau die gleiche tatsächlich. Auf dem Fusionsstick sind es 29 STA und auf dem Mainstick sind es 19 STA. Und genau, geskinnt ist er eben zum Ivalice Stick. Passt ziemlich gut zu meinem CS und ich persönlich bin auch kein Feind von Ivalice Waffen. Allgemein Ivalice Waffen sind ganz nice, was die weil es eine der wenigen Waffen sind, die Shiny Waffen sind und entsprechend sehen sie einfach sehr nice aus. Genau. Und ja, aber kommen wir jetzt zum Problem und das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, ich trage gerade ein BCOL und der Grund, warum ich ein BCOL tragen muss, ist, weil ich jetzt nicht mehr genug Cast-Time habe, um weiterhin meinen Skeleton Devil's Cloak zu tragen. Und zwar habe ich einen Skeleton Devil's Cloak, das wäre richtig ärgerlich, den habe ich sogar mit SDA plus 3 gestellt gekauft, sonst kann ich ihn nicht mehr anziehen, weil das Problem ist, ich habe jetzt 200% Cast und ich trage noch ein ich muss sogar mein 5 von 5 Soul Sapphire Set tragen, das ich mir mal gemacht habe, wenn ihr euch noch an Psyde-Styler erinnert. Ganz dunkles Kapitel und ganz lange her. Da habe ich ja mal ein Video gemacht oder ein paar Videos gemacht, wo ich den Schmuck geupgradet habe. Und
Genau, das ist quasi der Schmuck aus diesem Video. Und die Ringe, die Soul Sapphire Ringe, die Upgrade geben ja Cast Time. Und der Grund, warum ich jetzt das volle Schmuckset trage, vorher hat er noch der andere Ring der Liebe mit plus 17, mit 700 Def getragen, ist, weil ich ohne diesen Ring tatsächlich nur noch 198% Cast Time habe. Und ohne den BCOL habe ich nur 185% Cast Time. Das heißt, ich brauche jetzt den BCOL wieder, zum Glück habe ich ihn noch, um hier quasi auf die 200% Cast zu kommen. Und gut, ich meine, es würde jeder andere Clock auch funktionieren, der Cast Time gibt. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt der BCOA sein, also nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber ich habe ihn halt eh rumliegen gehabt, deswegen habe ich ihn jetzt halt einfach genommen. Und das Problem ist halt einfach, dass der Ancient Stick 28% Cast Time basismäßig hat und der G-Stick halt nur 10%. Und das ist halt natürlich echt schon nochmal ein Unterschied, weil ich meine, mein Set bringt zwar krank viel Cast Time, also das ist wirklich geisteskrank, wie viel, also ein Rimuth Set gibt niemals so viel Cast Time wie dieses Rimuth Set. Aber das bringt halt nichts, weil alles andere im Equipment gibt keine Cast Time und entsprechend reicht halt nur der Stick mit STA-Socken halt nicht, um auf 200% Cast zu kommen. Vor allem, wenn der Stick an sich halt nur 10% gibt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss im Endeffekt einfach meinen Cloak ändern. Und das war's. Schmuck ist ja nicht schlimm, dass ich den so trage. Ich meine, natürlich wäre Tank-Schmuck besser. Aber Delas Main-Aufgabe ist ja eigentlich, Low-Dungeons zu farmen. Dungeons mit HC, Dungeons mit Argo-Switch. Also, wo HC wichtig ist. Für alles andere habe ich ja meinen Knight und für die dicken HP-Monster habe ich auch den Knight. Und das heißt, vorerst passt es eh so. Abgesehen davon ist Dela full in, falls es euch aufgefallen ist. Also der Charakter ist full in und hat jetzt gerade 101.000 HP. Das ist auch totally fine. Und er ist nur Level 153 mit 86% sogar. Also ich könnte ihn sogar noch, ich sag mal in Anführungszeichen, schnell Level Up machen. Würde zwar nicht wirklich einen Unterschied machen, würde vielleicht 1000 HP bekommen, aber trotzdem, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur so 500. Aber... ja, also ich meine, theoretisch könnte ich ihn immer noch rumstatten auf Full SDR, dann wären wir locker bei 200.000 HP. Safe. Locker bei 250.000 wahrscheinlich. Oder sowas in dem Dreh. Und abgesehen davon ist auch noch sein CS ziemlich schlecht. Ich habe immer noch dieses Larry CS, ein Chameleon Head, beziehungsweise ein Lizard Warrior Head, Jokers Herz, Casino Gloves und Demon Shoes. Einfach nur, weil ich bisher immer abgewartet habe, zu lange, um genau zu sein, um mir die neuen HP-Sachen zu holen. Beziehungsweise waren sie mir auch immer zu teuer und ich habe halt nie welche bekommen. Aber das werde ich jetzt in naher Zukunft hoffentlich ändern können. Und ja. Genau, aber ja, das ist Delas neues Equipment. Und jetzt sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es ist wirklich ein gutes Set, einen guten Stick. Schmuck ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich meine, gut, ist ziemlich generic. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein besseres CS. Die HP-On hat er natürlich auch schon ausgerüstet mit 10% Fernkampf, Nahkampf, Blockrate und 10% HP-Rate. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein besseres CS und dann ist er eigentlich soweit ready und kann auch so ziemlich alles tanken, bis auf Yggdrasil. Und halt Kolosseum kann auch nicht tanken, aber gut, das farm ich sowieso nicht. Und pretty much so ist es. Und weil das Video sonst ein bisschen zu talklastig wäre, machen wir jetzt noch Fatbox-Openings. Einmal mache ich Atoms Boxen auf vom Event, vom Holdem-Event, die er gefarmt hat. Es sind aber nicht so viele, keine Sorge, und heute keine Legendär-Exe am Start. Ich habe noch ein paar eigene Boxen, weil ich vergessen habe einzutauschen aus irgendeinem Grund. Also meine Farm-Charte hatte noch ein paar Pieces. Also ich habe auch noch 3A und 3K-Pieces übrig. Falls sie jemand von euch braucht, kann er günstig bei mir haben, weil ich finde keine einzelnen mehr, um die aufzufüllen. Also wenn euch noch genau 3 Pieces fehlen oder so, dann kann man das sicherlich zusammenfinden. Könnt mir einfach auf Discord schreiben oder so. Und dann machen wir die Boxen hier noch auf. Vielleicht lacken wir ja rein. Das wäre insane. Ich hoffe nicht, dass ich Atomslack jetzt wegnehme. Das wäre wirklich eine Schande. Zwinker. Nein, Spaß, wäre wirklich ätzend. Ich habe ja schon reingelackt und deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr reinlacken. Uff, eine Queen Buff Card. Ja. Oh mein Gott, ich habe zweimal die Queen Buff Karten bekommen. Are you kidding me? Die sind mit Abstand die schlechtesten. Na gut, schade. Ja, eigentlich müde es jetzt einfach nur, wenn du mit Arzt oder? Aber egal. Just for the opening. Und ja, dann machen wir zur Feier des Tages noch ein fettes Egg Opening. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Das letzte war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Auf Yggdrasil, wo wir ein richtiges Egg Opening Video gemacht haben. Und das machen wir jetzt auch noch. Und dann öffnen wir Atoms Boxen. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Und jo, gucken wir mal. Wir haben komplettes Inventar voll. Ich weiß gar nicht, wie viel rein das beim Pet-Inventar sind. Es müssten 7 rein sein, oder? 7 mal 6, also 42. Bin mir nicht sicher. Warte mal, packen wir mal da ein Pet aus. Yes, es sind 7 rein. Also 42. 42 Eier zum Schlüpfen. Da wäre es nice, wenn wir 3 Behemoths kriegen würden. Wäre ultra nice, würde ich sagen. Und ja, 5 Helllines vielleicht. Wäre schon cool.
Mark my words. 3 Behemoths und 5. Ist es wirklich mein Call? Nein, ich sag, das wäre nice. Also das wäre richtig nice, wenn wir das bekommen. Ich sag, wir kriegen 2 Behemoths und 3 Hellions. Ist mein Call. Ich belebe nicht. Und warum überlebe ich nicht? Weil... keine Ahnung. Weil ich kein Justin Bieber-Fan bin. Aber das sind ja die B-Lieber. Sorry. Als ob wir jetzt schon 3 Bahamuts bekommen haben. Okay. Das läuft auf jeden Fall schon mal gar nicht in die richtige Richtung. Aber überhaupt nicht. Noch Alter, wir haben nur Bahamuts und Nightmares. What the hell? 6 Pets und wir haben nur 2 verschiedene Pets bekommen. Das ist schlecht. Alter, was? What is happening? Das ist nicht gut. Bro? Ich glaube, ich habe das Thumbnail für das Video schon gemacht. Ich glaube, das muss ich nochmal ändern. Bahamutception? Wow. Achso, ne, man meint, das vorhin war ein Jackalope, ne? Ich dachte mir gerade schon, der kam mir gerade so bekannt vor. Nicht, weil ich ihn schon 5000 Mal gesehen habe, sondern weil wir ihn gerade schon bekommen haben. Yo, jetzt gibt er uns aber die volle Palette an schlechten Pets. Okay. Eigentlich ist es auch ziemlich sinnlos, weil ich brauche überhaupt keine Pets auf Yggdrasil, aber oh, let's go. Just for fun. Just for the fun of doing it. Ja gut, jetzt brauchen wir noch einen Behemoth, um einen Call zu kriegen, aber 4 Hellions noch. Ey, der König der Hellions ist wieder da. Barbari Lion. Das ist kein Barbari Lion. Ich weiß gar nicht, wenn ich das Pet Inventar sortiere, ob es dann die Eggs nach oben schiebt oder nach unten. Ich glaube nach unten. Nee, nach oben. Oh, perfekt. Da muss ich dann nicht immer so runterscrollen. Oh, ja gut, aber den Hippogriff hätte ich vorher einpacken sollen. RIP. Jesus Christ. So. Reinecke ist, glaube ich, der erste besetzt. Ist halt so blöd, dass das Inventar immer zugeht. Das ist, ich weiß nicht, warum das ist. Das ist so nervig bei den Quests. Wenn man das Inventar die ganze Zeit braucht. Noch nerviger ist ja, dass du das Pet-Inventar brauchst. Das heißt, du musst nicht nur I drücken. Let's go. Okay. Vielleicht treffen wir doch den Call von ganz am Anfang. Weil ich sag mal, sobald wir 4 Behemoths haben, ist es egal, was ich davor gecallt habe. Das ist definitiv besser als der Call. Also ein 4. Behemoth wäre natürlich geil. Geil, 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 geil. Ja, das ist schon ewig nicht mehr, dass ich mehr Behemoths als Bahamuts wahrscheinlich. Dass ich mehr Behemoths als Hellions hatte. Weil auf Dryad ist es genau andersrum. Auf Dryad, ohne Spaß, auf Dryad habe ich bestimmt schon 25 Hellions gezogen. Und nur 5 Behemoths oder so. Also ist es halt wirklich so. Es ist geisteskrank. Mein Inventory auf Dryad sieht so aus, mein Pet-Inventar. Da habe ich 10 Hellions drin und einen Behemoth. Zu den Hellions, die ich alle schon gelevelt habe und den wenigen Behemoths. Und Jackie to the Cola. Okay, also das Pet, was wir mit Abstand am wenigsten bekommen, war definitiv der Hellion. Mit einem Single Piece. Nevermind. Ups. Zu schnell am Klicken für den alten Mann. Hippogriff. Ja, kriegen wir auch nicht so viel, taugt mir eigentlich. Ich hatte schon Openings, da ich gefühlt 50% Hippogriffs. Nice! Oh mein Gott, Alter, ich bin ein Gott. Wenn wir jetzt noch einen Hellion kriegen, ist es mein Call. Ja, dann dürfen wir halt nicht noch einen kriegen, aber ich hoffe natürlich schon. Also jetzt quasi kein Behemoth mehr und noch ein Hellion, dann wäre es genau das, was ich gecallt habe, glaube ich. Oder das war doch 2-4. Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Oh mein Gott. Das entwickelt sich hier gerade zu einem verdammt guten Pet-Opening. Egg-Opening wohl eher. Um die Pets zu öffnen, würde, glaube ich, ein Tierschutzverein kommen. Ja, 3 Behemoths, 3 Hellions, 6 Nightmares, 6 Bahamuts. Also die Odds sind auf jeden Fall sehr merkwürdig. 2 Reineckes nur. Das ist wirklich ein bisschen sehr merkwürdig. Naja. Der darf natürlich bei keiner Party fehlen, der Clown. Na, hat den jemand verstanden? Irgendjemand? High five? Okay. Oh mein Gott, okay, für den schlechten Witz wurde ich direkt bestraft. RIP.
Das ist natürlich ärgerlich. Okay, Nightmare ist für mich mittlerweile genauso schlecht wie Hippogriff, weil es einfach komplett nutzlos ist. I'm sorry to every Nightmare-Fan, aber es in Reality... Hallo? Lass mich jetzt zehnmal auf den Button klicken. Jackalope. Last Egg Magic, maybe? Noch eine Reinecke, okay. Hatten wir aber echt noch nicht oft. Passt ja auch zum Charakter, der gerade die Eggs aufmacht. Wobei ein Heller und Nightmare dann so gesehen theoretisch auch passen würden. Hm. Und wenn man ein Full SDR spielen würde, könnte man auch einen Behemoth nehmen. Okay. Ah, oh, come on. Ups. Okay, eine Reinecke. Ich glaube, es waren sogar mehr Reineckes. Ja, ziemlich sicher sogar. Jetzt haben wir 4 Reineckes, nur 3 Behemoths, 3 Hairlines. Also, das Blatt hat sich gewendet. Ey, okay, also ich hätte es echt nicht sagen dürfen. Jetzt haben wir 4 Hippogriffs in 9 Eiern bekommen. Das war jetzt nicht so gut. Komm schon. 4. Behemoth und wir sind fein raus aus der Sache. Dann ist vollkommen egal. Ich meine, das ist jetzt eigentlich schon egal. 6 Gute aus 42 ist... ich glaube, so heißt das, wenn man Lotto spielt. Kappa. Aber wäre trotzdem... Eins mehr wäre trotzdem noch ein Banger. Natürlich eher der Behemoth als der Hairline. 3 Stück haben wir noch. Der Countdown läuft. Junge. 8 Bahamuts, weil mittlerweile ist gar nicht mehr so viel. Wir haben auch 8 Nightmares. Und bestimmt auch 8 Hippogriffs. Okay. Okay. Moment, war das nicht das, was ich am Anfang gecallt habe? 3 Behemoths, 4 Headlines? Ne, 5 Headlines, oder? Oh mein Gott. Ah, damn. Schade. Also 4 Headlines, 3 Behemoths waren es, 8 Bahamuts. Wait a minute. Es waren... Moment mal. Es waren 10 Nightmares? Die sind mir gar nicht so penetrant aufgefallen. Also 8 Bahamuts, 8 Hippogriffs, 10 Nightmares, 5 Reineckes und 4 Jackalopes tatsächlich. Na gut, aber macht Sinn. Die Statpads waren alle ungefähr gleich viel. Alle 3 oder 4 Mal. Und die Nicht-Statpads hatten wir alle 8 oder 10 Mal. Hm. Passt eigentlich von der Ratio her. Also genau, eigentlich genauso, wie man es erwartet. Achso, bei Reineckes hatten wir 5. Naja gut, aber ist ja fast das gleiche. Ja, stimmt, das heißt, wir hatten 5, 4, 3, 3 von den Z-Pads. Genau von schlecht nach gut. Ja, bei Jackalope ist gar nicht so viel besser als Reinecke wahrscheinlich. Im Vergleich. Na gut, jetzt wollte ich gerade das Video beenden. Da ist mir eingefallen, dass wir hier noch ein little bit of opening haben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der dicken Box an. Und sein Wunsch war, mir Befehl und außerdem einmal die ATK-Ohren. Die AP-Ohren braucht er wohl nicht. Moment mal, haben wir gerade ein Casino-Set? Okay, let's go. Wieder F. Meine waren auch beide F. Ja, ich schätze mal, zu einer Casino-Suit oder Gowns würde er nicht Nein sagen. Alter, what? Okay, let's go. Okay, also das ist schon mal sehr positiv. Damit dürfen wir jetzt halt keine Schuhe... What? Okay, die hätte ich nicht zuerst aufmachen sollen. Verdammt, verdammt, verdammt. Mein Fehler, ich hätte die nicht aufmachen sollen. RIP. Okay. Also, Handschuhe und Rüstung ist viel wert. RIP. Ja. Oh mein Gott. Alter. Okay, das ist kranker Profit. Ich meine, er hat es eh gefarmt, aber kranker Profit. Die Vorwürfe kennt Random Boxen, da sollen die ungebunden drin sein. Ich teste jetzt mal mit seinen. Sorry, Atom. Hast noch ein paar Buff-Karten extra. Und dann ist, denke ich mal, ziemlich egal. Ich würde sagen, König und Ass machen wir zum Schluss, weil die sind interessanter. Die anderen beiden sind jetzt nicht so wirklich interessant, weil er eigentlich nichts davon braucht. Niemand braucht irgendwas davon. JK. Nein, aber eigentlich ist es wirklich... Also auf Yggdrasil sie braucht davon wirklich fast keiner was. Einmal das Seifenblasen-Set. Nice. So, wenn jetzt noch eine Maske dabei ist, ist ja perfekt. Also zumindest ein Set, falls er es braucht. Was ich nicht denke, aber man weiß ja nie. Oh mein Gott! Ah, okay, wir hatten 2. Ich wollte gerade sagen, das war fast die letzte Kiste. Ja, perfekt. Also einmal 6 von 6. Na gut, okay, jetzt wo wir so... Jetzt wenn wir schon dabei sind, dann sage ich einmal 6 von 6 männlich. Wäre natürlich auch nicht schlecht.
Die Maske haben wir gleich schon. Cloak haben wir auch. Fehlt nur noch das Set. Und wir haben's. Passt. Perfekt. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. Wow, zwei Sets, drei Cloaks sind männlich. Die Masculinity in dem Game ist dominierend. RIP. Wie viele Masken? Ho, vier Stück? Wow. Okay, das CS lief bei der männlichen Box tausendmal besser aus irgendeinem Grund. Interesting. So, dann machen wir jetzt die Masken auf, würde ich sagen. Ich weiß nicht, mit welcher ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen mit der King an. Oder? Let's go. Wir werden es wahrscheinlich wieder sehen, wenn wir die Orden bekommen. Oh mein Gott, no way, ich hab's verkackt. Oh mein Gott, no. Oh, ich hätte erst die anderen aufmachen sollen. Okay, mein Fehler. I'm sorry. Vielleicht kriegst du wenigstens zweimal die AP und dann kannst du sie auf jeden Fall die ATK-Orden kaufen. Oh boy. Ja, yeah. Das ist jetzt natürlich echt ärgerlich, sorry. Okay, dann müssen wir jetzt hardcore reinbelieben. 437 Boxen und go. Alter, als ob. Alter, du lagst ja kranker rein als ich. Du hast noch 400 Boxen, oh mein Gott. What? Pullack McGoldfinger ist wieder am Start. Beim Box-Opening. Damn, mein Glück in letzter Zeit ist, also, naja, wobei, so heftig ist jetzt auch wieder nicht. Wenn wir jetzt nochmal die Ohren bekommen, würden wir es heftig. Aus knapp 500 Boxen, definitiv. Okay, schade. Aber ich meine, er hat genau das bekommen, was er wollte und sogar noch zwei gute Casino-Teile. Also definitiv nicht schlecht. Ohne Bunch of Other Stuff, fünfmal die Karte zum Verkaufen, whatever. Einige Buff-Karten, weil es leider nicht so ultra viele sind. Ein paar Chocolates, Superstar Candy, Power-Ups und ein paar Angers. Bisschen Medizin. Vielleicht genau das, was man will. Der Chaba auch komplett clean, also ist alles von ihm auf jeden Fall. Und yeah. Nice one. Yo, dann würde ich aber jetzt wirklich sagen, call us a day. Klicken wir nochmal auf Dela, einfach noch, weil das so wunderschön leuchtet. Ich spiele so selten mit Effekten, das sieht richtig seltsam aus, muss ich sagen. Das sieht echt seltsam aus. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man es lange deaktiviert hat und dann wieder aktiviert, finde ich, sehen die Effekte eigentlich echt lächerlich aus. Also vor allem das an den Handschuhen, das ist eigentlich voll weird. Kriegt man fast Epilepsie, wenn man da zuschaut. Aber, ja gut, die Waffen leuchten halt so geil. Also ich finde persönlich, die Waffen leuchten besser als die Sets. Damn. Wisst ihr, was die wirklich mal machen sollten? Pet-Thema-Kostüm. Okay, nevermind, sollten sie definitiv nicht machen. Aber ja, dann würde ich sagen, war es noch mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Verschlucke schon wieder Buchstaben. Und, jo. Viel Glück, falls ihr auch irgendwas aufmacht oder so. Oder viel Erfolg auf jeden Fall. Startet gut in die neue Woche. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich immer sehr über ein Like auf dem Video, über einen Kommentar von euch freuen. Und über ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, im nächsten Livestream. Link in der Beschreibung oder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.